Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Auch diesen Monat haben die liebe Sarah, Isabel und ich uns zusammengetan und ein ungeschönt Video gemacht, also Hashtag ungeschönt. Und wenn du wissen willst, was wir uns diesen Monat überlegt haben, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Sarah, Isabel und ich, wir sind in engem Kontakt miteinander und schicken uns auch gerne mal so zwischendrin sehr ungeschönte Bilder voneinander, um das mal so zu sagen. Ich weiß auch nicht, warum wir diese Passion dafür entwickelt haben, ungeschminkte Bilder von uns gegenseitig zu schicken, die wir aus einer Kameraperspektive machen, die sich sehr weit unten befindet. Ich habe keine Ahnung, aber das kam irgendwie in letzter Zeit relativ häufig vor. Naja, auf jeden Fall haben wir ein ganz anderes Thema dieses Mal und zwar sind wir durch die Make-up-Sammlung der anderen gestöbert. Ungeachtet dessen, welche Farbe sich in dem jeweiligen Produkt befindet, haben wir uns nur auf die Verpackung fokussiert und dann nach dem Motto, oh geil, zeig mal, oh, was ist das denn, schmink damit mal was. Ne? Also das ist so ungefähr unser Motto, was wir haben. Und sie hat sich ordentlich durch meine Sammlung durchgetestet und durchgestöbert und ich musste bei manchen Produkten echt schlucken, als sie ausgesucht hat. Aber wir probieren das Ganze mal in meinem Gesicht aus. Wie immer, in der Infobox sind alle Produkte verlinkt. Hier haben wir Timestamps und ich habe natürlich auch den Kanal von Sarah Isabel verlinkt. Like a Daisy in Spring, you can see safe. Eine wundervolle Person, die unfassbar talentiert, lustig und ehrlich ist. Also das ist ein ganz toller Mensch und ja, genau, wir starten die ganze Chose. Ich werde euch natürlich auch immer wieder einblenden, wie sie reagiert hat, als sie das jeweilige Produkt in meiner Sammlung entdeckt hat. Und ihr seht dann natürlich auch meine Make-up-Sammlung in Teilen in diesem Video. Oh, Pinsel, da habe ich mir welche von Spectrum ausgesucht, ne? Oh, die sind einfach beautiful. Und als Schwämmchen habe ich so ein Ding, das von Kiko, so ein Diamant, ne? Es ist super nicht praktisch, aber es ist einfach schön. Als Primer hätte ich dann gerne einmal den mit dem Blatt oder der Ananas drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es sein soll, aber die Verpackung ist wunderschön und die Farbe gefällt mir auch richtig gut. Das sieht ja so aus, als könnte das so farblich auch schon ein bisschen korrigierend sein. Finde ich auf jeden Fall spannend. Zeig mal. Das ist ein Primer von Paul & Joe, den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Der ist Gott sei Dank feuchtigkeitsspendend, das ist sehr gut. Und es ist ein schöner Primer, der sieht nicht nur hübsch aus, sondern er verhält sich im Gesicht eigentlich auch ganz gut. Deswegen bin ich sehr froh, dass sie ihn ausgewählt hat. Der ist super flüssig, wenn er so rauskommt. Und den verteile ich jetzt erstmal als schöne Base in meinem Gesicht. Der hat was von der Konsistenz einer Sonnencreme, hinterlässt auch einen schönen, ja, Glow auf der Haut und ich finde den auch toll. Ich weiß gar nicht, ob der sogar Lichtschutzfaktor mit drin hat. Bestimmt. Steht jetzt hier nicht mit bei, aber sicherlich. Lichtschutzfaktor 15. Okay, das ist ein bisschen wenig. Der riecht sogar ein bisschen nach Sonnencreme. Also ich finde den angenehm und mag den gerne leiden und finde, dass sie eine gute Wahl getroffen hat für die Basis des Ganzen. Bei der Foundation bin ich mir schon nicht mehr ganz so sicher, ob ich da so glücklich drüber bin. Okay, also für deine Foundation will ich unbedingt diese super coole Foundation, die so süß aussieht, mit den Punkten drauf, mit dem blauen Deckel. Habe ich noch nie gesehen, bin ich sehr gespannt drauf. Holika Holika Petit Jelly Aqua, das ist eher eine BB-Cream, aber auch die hat einen Lichtschutzfaktor von 20 mit dabei und das ist von der Verpackung her natürlich super witzig und einfach außergewöhnlich. Hat irgendwie auch was Blumiges, Muscheliges, hat hier so ein Rausholfi. Das ist eher uncool. Und ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher, ob die Farbe passt. Ich bin auch super gespannt, was sie mit den Produkten zaubert, die ich aus ihrer Sammlung ausgesucht habe. Das war echt wie in so einer Schatzkiste zu stöbern. Das ist mir wie gerade ein bisschen nervös, denn draußen stürmt es und hagelt es. Also unfassbares Wetter. Jetzt nehme ich meinen Zauberschwamm und arbeite das Ganze ein, weil das ist weniger eine BB-Cream. Also für mich ist es wirklich eine Foundation. Ne? Leichte Deckkraft, ja, aber man muss sie auf jeden Fall mit dem Schwamm einarbeiten. Warum habe ich die so lange im Schrank liegen und greife da so selten zu? Eigentlich schade. Sehr erfrischtes Hautbild, aber eher eine Foundation, die ich verwenden werde, wenn es jetzt wieder ein bisschen wärmer wird und mein Hautton auch wieder ein bisschen dunkler wird, wenn die Sonne rauskommt und so und ich bräune mich und so. Ne? Ja, aber schöne Wahl. Ja, der Concealer. Das wird jetzt eine interessante Kiste werden. Von deinen Concealern hat mich natürlich am meisten der Concealer mit dem kleinen Schleifchen begeistert. Das sieht so süß aus. Bin mir nicht sicher. Ich kenne die Marke, sie fällt mir gerade noch nicht ein. Aber egal, ich möchte ihn wegen der Schleife. Beautiful.
Definitiv. Physicians Formula, da haben wir diese wunderschöne Schleifchen-Geschichte. Habe ich mir gestern nochmal die Foundation rausgekramt, um sie auszuprobieren. Gemerkt, dass die ein Müh zu dunkel ist aktuell für mich. Nude Wear Touch of Glow. Ich schreibe euch auch hier mal in die Infobox, welche Farbe ich habe, weil das steht hier irgendwie nicht mit drauf. Aber ich habe ein bisschen Schiss, dass es vielleicht ein bisschen zu dunkel sein könnte. Aber wir gucken mal. Ja, das ist so ein blöder Applikator, wo man hier oben dieses Pinselchen hat, ne? Und da muss man das hochdrehen und dann tropft einem das so ein bisschen in der Gegend rum. Das ist ein bisschen schwierig. Huch. Und das ist ein bisschen gelb, ne? Hierfür eignet sich jetzt natürlich das Schwämmchen 1A, weil das so super spitz ist. Da kommt man perfekt an den Augen ran. Aber Leute, das ist echt ein bisschen dunkel hier, ne? Ups. Als Eye Base natürlich von Love die Atem Eye Base, weil das Design einfach mega cool ist. Schlicht, aber mega. Als Lidschattenbase hat sie sich die Love X Oscar Atem, die Atem Eye Eyeshadow Base ausgesucht. Die wird jetzt im Kontrast zum Concealer sehr hell sein. Wow. Die ist einfach weiß, ne? Zum Abrudern unter den Augen hat sie sich ein Produkt ausgesucht, was ihr übrigens jetzt auch bei Purish mit dem Code CLAUDISWELT15 um 15% reduziert bekommt. Mein Affiliate-Rabattcode ist dort nämlich nicht mehr auf alle Produkte anwendbar, leider. Das wurde leider geändert, aber auf Beauty Bakery gilt er. Die Produkte von Beauty Bakery konnte ich noch gar nicht testen und deswegen sticht mir dieses lose Puder sofort ins Auge. Und weil es einfach immer so süß benannt ist und nach Lebensmitteln quasi angelehnt ist, möchte ich das gerne sehen. Flour, better not bitter. Das ist einfach, ja, so ein Mehlpuder. Das kommt auch in so einer wunderschönen Mehlverpackung an, wenn man das tatsächlich bestellt. Ich gebe mir dafür ein kleines bisschen von dem Puder in den Deckel rein. Und ihr seht, dass es eine ganz leichte Färbung hat. Das ist so ein schönes Puder. Also damit kann ich sehr gut arbeiten. Ich gehe dann mit meinem Schwämmchen rein und presse mir das Puder unter meine Augen, um den Concealer zu setten. Es gibt einen schönen Weichzeichner-Effekt, ohne halt dieses cakey-Gefühl zu geben. Das ist sehr, sehr leicht auf der Haut, ne? Ich mag das sehr gerne leiden, kann ich euch wirklich empfehlen. Und loses Puder eignet sich wirklich auch 1A, um so Pickel abzudecken. Das ist total funny eigentlich, aber Puder funktioniert besser, als wenn du da jetzt irgendwie 5 Schichten Concealer drüber gibst, ne? Und deswegen am besten mit so einem angefeuchteten Schwämmchen eintupfen und dann lässt das die Rötung so ein kleines bisschen in den Hintergrund rücken. Als Sarah Isabel dieses gepresste Puder in meiner Sammlung entdeckt hat, ist sie ausgerastet. Wow! Entschuldigung, aber wie schön ist dieses gepresste Puder, was aussieht wie ein V? Ich habe es noch nie gesehen. Es ist ein Traum und ich glaube, ich brauche es jetzt auch. Und zwar ist es von Anna Sui und da hat sie noch nicht mal das Innere sehen können. Die hat es nur von außen gesehen. Das ist ja auch so eine koreanische Marke. Und von innen ist es auch beautiful, ne? Also wir haben hier auch so ein Puffelding und das habe ich auch mal eine Zeit lang sehr intensiv genutzt. Man sieht hier auch Muscheln und Seesterne und so in diesem Pressing mit drin. Das ist ein wunderschönes Puder. Und es ist tatsächlich wiederbefüllbar. Das heißt, wenn mir das leer gehen sollte, kann ich dieses Refill einfach mir neu kaufen. Gibt es, glaube ich, bei Beauty Bay. Und damit pudere ich jetzt mein komplettes Gesicht ab. Also diese BB-Cream in Kombination mit diesem eigentlich Translucent Powder, was aber dann doch irgendwie so eine leichte aufhellende Wirkung hat, ne, funktioniert jetzt auch tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt farblich. Cool. Nicht nur schön in der Verpackung, sondern auch auf dem Gesicht. Und das ist ja das, was ich gerade sehr cool finde, dass fast alle Produkte, die ich jetzt verwendet habe, also quasi bis auf den Concealer, ne, gerade echt klasse performt haben. Gehen wir weiter zum Bronzer. Deine Bronzer, da gibt es wirklich einige. Schätzchen, war es schon schwieriger, mich zu entscheiden, muss ich sagen. Und ich denke, ich möchte den von Clarins sehen, weil es mich an eine Wassermelone erinnert. Ich liebe Wassermelone. Ja, der ist natürlich jetzt passend für den kommenden Frühling, hoffentlich. Von Clarins habe ich hier einen, aus so einer Limited Edition ist das Bronzing Compact. Den habe ich so selten verwendet. Kompakt Sonnenpuder nennt sich das Ganze. Und der ist relativ dezent, aber sehr schön. Und auch hier ein großer Spiegel mit dabei. Also einen sehr teuren Geschmack hat die liebe Sarah Isabel bewiesen. Ne? Ich kann euch jetzt hier irgendwo vielleicht mal einblenden, wie teuer ihr Geschmack so insgesamt war bei den Produkten, die sie sich ausgesucht hat bei mir. Wow, das
Ding riecht sogar nach Wassermelone, glaube ich, wenn ich das richtig wahrnehme. Wow. Ich muss aber gestehen, dass auch mein Geschmack bei den Produkten, die ich bei ihr ausgesucht habe, sehr exquisit war. Ja, Bronzer ist drauf, hat einen schönen Job gemacht. Ne? Das ist ein sehr dezentes Produkt, aber jetzt sehe ich nicht mehr aus wie eine Leinwand. Leinwand? Leinwand. Was auch immer. Blush, oh ja. Deine Blushes bringen mich auf jeden Fall ins Schwitzen. Ich liebe Blushes. Wie soll ich mich da entscheiden? Ich bin froh, dass ich die Wahl nicht mal bei meinen eigenen treffen musste. Aber ich habe von Clinique noch nie diese Blush-Palette gesehen. Also ich glaube jedenfalls, dass es eine ist mit diesem Lollipop-Design drauf. Mega. Das ist ein Produkt, das habe ich relativ neu sogar erst mir gekauft. Von Clinique ist das so ein Blush-Trio. Auch das war so eine Limited Edition, die ich relativ günstig geschossen habe im Sale. Cheek Pop, Blush Pop, Cheek Pop, Pearl, Blush, Blush Lumiere, keine Ahnung. Ist halt diese Palette, die sieht echt fancy aus und die ist ihr direkt ins Auge gestochen. Und ja, von innen sieht die auch beautiful aus. Da haben wir drei Töne mit drin und die sind intensiver pigmentiert, als man so denken möchte. Ne? Ich nehme jetzt hier auch den gleichen Pinsel, wie ich eben zum Abpudern genommen habe. Und hier bin ich jetzt einfach mal so frei und gehe in alle drei Töne gleichzeitig rein und trage mir das einfach mal auf. In Kombi finde ich das nämlich am allerschönsten tatsächlich. Kann man so wie jetzt hier, ne, dezent machen. Man kann das Ganze aber auch echt aufbauen. Aber ich glaube, so wie es jetzt ist, kann ich es am besten lassen, weil das sehr, 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 sehr schön aussieht. Die haben auch so einen schönen Glow mit drin, ne? Das mag ich schon ganz gerne leiden. Highlighter. Ja, da wusste sie natürlich nicht, wie der Highlighter von innen aussieht. Bei den Highlightern dasselbe Spiel. Es ist einfach so unfassbar schwer. Du hast so viele schöne. Aber ich glaube, ich möchte diesen mit der Frau drauf haben. Kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Super besonders, zeig's mir. Das ist einer von Colourpop tatsächlich. Und hier sehen wir auf der Verpackung die liebe Cinderella. Und das Allerwitzigste steht hinten drauf. Ja, Coronation. Herzlichen Glückwunsch, ne? Also wenn sie das gewusst hätte, hätte sie das wahrscheinlich noch witziger gefunden. Von innen ist das Schätzelein aber relativ dunkel. Ich habe den mal von der lieben Marion im Trash bekommen. Und ich nehm jetzt mal den großen hier wieder, ne? Was soll der Falschgeiz? Gucken wir mal, wie das so funktioniert. Lässt sich auf jeden Fall sehen, ne? Gibt einen schönen Effekt auf der Haut. Und ja, ist ein schöner, kühler Blush, der auch zum Blush vor allem. Ein schöner, kühler Highlighter, der auch zum Blush sehr schön passt. Ne? Coronation, das ist sehr schön. Dann habe ich hier ein Augenbrauenprodukt, was sie sich ausgesucht hat. Die Augenbrauenpalette von Luvia kenne ich gar nicht. Ich habe selbst andere Produkte von Luvia, die ich sehr gerne mag. Und deswegen benutze sie sehr gerne. Sie hat ein wunderschönes Design, was mich überzeugt hat. Luvia meets Glossy Box. Die Vegan Eyebrow Palette habe ich hier. Das ist dieses Produkt und ja, da sind Augenbrauenpuder drin. Ich persönlich kann nur diesen Ton hier oben verwenden, aber das ist vollkommen in Ordnung. Der war mal der Palette. Die Palette war mal irgendwo in einem Glossy Box Adventskalender, glaube ich, drin. Let's Fits. Ja, irgendwie ist die mir auch ein Ticken zu warm, aber irgendwie finde ich die auch ganz cool. Ich weiß auch noch nicht genau, was ich von der Palette halte. Den Look, den ich mit der Palette halt kreieren kann, das ist ein sehr dezenter Augenbrauenlook, ein sehr natürlicher Augenbrauenlook, aber durchaus tragbar, finde ich. Hier war klar, dass sie das Augenbrauengel auswählt. Das hat sie nämlich mit Cosmetic for Less auch in der Sonderbox mit Cosmetic for Less. Was rede ich hier? Genau, sie hat mit Cosmetic for Less zwei Boxen rausgebracht. Das Avocado-Augenbrauengel natürlich. Es muss einfach das sein. Avocados sind süß. Fun Fact, ich habe eine Pyjama-Hose und ein Pyjama-Oberteil, auf der ein Avocado abgebildet ist. Die halten sich an den Händen. Habe ich auch ganz gut schon verwendet. Also ich würde sagen, ein Viertel oder ein Drittel ist davon auch schon leer. Ich mag das gerne. Also das ist ein tolles Augenbrauengel, was ich auch sehr empfehlen kann. Und das ist easy in der Anwendung. Hat einen kleinen Spoolie hier, der aber nicht zu viel Produkt mit dran hat. Das finde ich auch immer sehr praktisch. Und damit kann man dann auch seine Augenbrauenhärchen so ein kleines bisschen in Form bringen und fixieren. Ohne dass man jetzt auch zu viel Produkt abtragen würde von diesem Augenbrauenpuder zum Beispiel. Ne? Da hätte ich bei anderen Augenbrauenprodukten oder Augenbrauengelen jetzt etwas größere Komplikationen. Und hier kannst du halt auch noch richtig lange deinen richtigen Groove finden, in welche Richtung oder wie auch immer du das so gekämmt haben möchtest. Und hast nicht die Problematik, dass du dann innerhalb von Sekunden schon die Augenbrauen festgetackert hast.
So sieht das Ganze dann aus und die Sonne kommt raus und das war ein Reim. Jetzt kommen wir zu einem ganz witzigen Punkt und zwar hat sie sich eine Lidschattenpalette ausgesucht. Ja, da sind Kätzchen drauf. Das hat sie erst gar nicht so entdeckt. Das hat sie erst im zweiten Moment gesehen. Sie hat erst die Kaffeetassen gesehen und sagte, oh ja, eine Kaffeepalette. Aber ja, sie ist ja auch eine Katzenmutti. Dementsprechend ist diese Palette eigentlich für sie prädestiniert. Wer hätte gedacht, dass es mich so fertig macht, etwas aus schönen Dingen auszuwählen, aber Lidschatten ist schon hart, es ist wirklich hart. Aber ich denke, ich möchte die Palette haben, auf der Coffee steht, weil ich Coffee-addicted bin. Das ist die Winky Lux Latte Kitten Palette Coffee Scented und das ist eine sehr neutrale Palette. Die ist wunderschön, ne? Von der Verpackung her wirklich wunderschön. Und ja, mit den Lidschattenpaletten haben wir uns sehr lange aufgehalten. Sowohl ich bei ihr gestöbert, als auch sie bei mir gestöbert. Aber als sie diese Palette gesehen hat, war es direkt um sie geschehen. Und von innen schaut sie auch wunderschön aus. Also ihr seht es, glaube ich, ne? Ich habe die echt noch nie verwendet. Meine Lider sind gesettet, das heißt, ja, wir sind Streifen im Gesicht, läuft, ne? Das ist die Sonne. Ich kann jetzt direkt mal in den Ton Brûlé reingehen, um meine Lidfalte zu definieren. Weil eigentlich ist meine Lidfalte ja hier unten, aber ich habe ja ein Schlupflid und ich möchte, dass man meine Lidfalte halbwegs sieht, deswegen setze ich die ein bisschen höher an. Mit dem Ton Cinnamon, der sich hier befindet, vertiefe ich meine Lidfalte jetzt noch ein bisschen, indem ich diesen Ton wirklich ganz präzise so darunter setze. Dann nehme ich diesen aschigen Ton Nutmeg, das ist dieser hier unten in der Ecke, den setze ich an meinen unteren Wimpernkranz und verlängere das Ganze auch so ein bisschen, bis die beiden sich hier fast treffen. Ich habe mich jetzt relativ spontan dafür entschieden, mir eine Cut Crease zu ziehen. Das habe ich jetzt hier auch mit dem Love X The Oscar Eye, genau, The Autumn Eye Lidschatten Primer gemacht. Ja, mittlerweile gibt es ja auch diese Technik mit dem Micellenwasser und so, aber ich mag diese Technik eigentlich für mich persönlich sehr gerne, einfach weil ich dadurch ein bisschen mehr Kontrolle auch darüber habe tatsächlich. Genau, und jetzt gebe ich mir die Schimmertöne tatsächlich mit dem gleichen Pinsel auf, womit ich auch gerade meine Lidschatten hier Crease-Vieh-Gedönsen gezogen habe. Ich verwende dafür den Ton Frothy, das ist dieser hier. Und presse mir den einfach hier auf mein bewegliches Lid. Da gehe ich dann ungefähr bis zur Hälfte meines Viehes hier, also quasi bis zu meiner Pupille. Ne? Und nach außen hin gebe ich mir dann den Ton Hibiskus. Das ist dieser schimmernde, violette Ton. Auch den tupfe ich mir hier schön auf die Cut Crease. Und ziehe mir den auch so ein bisschen nach außen hin. Ich finde, das hat gut funktioniert, auch hier diesen Übergang zu verblenden. Ne? Also da haben die Töne sich schön miteinander verbinden lassen. Dieser Hibiskus-Ton hat jetzt ein bisschen gekrümelt, was jetzt nicht so wild ist, ne? Weil das kann man ja einfach wegfegen mit dem Pinsel. Für meinen Innenwinkel möchte ich aber auch noch ein kleines Highlight schaffen, genauso auch bei meinem Augenbrauenbogen. Und dafür nehme ich den Ton Sugar Crystal. Das ist dieser Schimmerton hier oben. Oh ja, der funktioniert schön, auch wenn man den nicht irgendwie ansprüht oder sowas, ne? Das ist toll. Doch, das ist ein schöner Look geworden. Hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt so nicht mit gerechnet, als ich die Palette zuallererst in den Händen gehalten habe. Aber mit Cut Crease und so ist das Ganze schon jetzt noch ein bisschen intensiver geworden und gefällt mir. Ein Eyeliner darf natürlich auch nicht fehlen und ja, da hat sie sich natürlich einen wunderschönen ausgesucht. Als Eyeliner möchte ich definitiv den Roller Lash Liner von Benefit sehen, weil ich das Packaging richtig süß finde. Ich habe den auch in einer Baby-Variante. Die ist auch ziemlich süß, aber der soll es sein für dich. Den hatte ich, glaube ich, im Adventskalender drin oder so, ne? Total schöne Verpackung und ja, es ist einfach so ein Filz-Eyeliner und damit ziehe ich mir jetzt mal hoffentlich einen schönen Eyeliner. Positiv bei diesem Eyeliner ist, der blutet halt überhaupt nicht aus. Weil negativ bei diesem Eyeliner ist, du kriegst wenig Produkt raus. Es ist super schwer damit präzise zu malen und halt auch so, man kann da nicht so eine Spitze richtig mitmachen, weil da kommt echt wenig Produkt raus. Ne? Das ist sehr, sehr interessant eigentlich, muss ich sagen. Aber gut, ja, ich würde sagen, Eyeliner sitzt. Jetzt fixieren wir die ganze Geschichte und genießen noch ein kleines bisschen die Sonne. Als Setting Spray musst du einfach das How Cosmetics Serum, was ist es? Face Spray? Keine Ahnung, ich glaube, das hat ja so mehrere Funktionalitäten sozusagen. Die Verpackung ist einfach ein Traum. Es ist das Allerschönste von allen. Nimm das bitte.
Das Produkt ist wirklich beautiful. How Cosmetics Indigo Child Setting Skin Perfector. Das ist dieses hier. Sieht echt wunderschön aus, ne? Wie in so einer Parfum-Flakon-Flasche. Und ist auch aus Glas. Und das macht tatsächlich ein schönes Hautbild. Das hat einen schönen Sprühstoß. Mag ich wirklich gerne leiden. Ich nehme mir aber gerne nochmal das Schwämmchen und gehe ganz leicht über meine Haut drüber, damit sich alles noch besser miteinander verbindet. Während mein Nachbar gerade so ein paar Bäume fällt, werden wir mal die Mascara auftragen. Und hier war es klar, dass sie sich für diese Mascara entscheidet, weil das wirklich auch meiner Meinung nach die schönste Mascara in meiner Sammlung ist. Für Mascara benutze sehr gerne die Visuals Mascara. Ich habe sie jetzt bei mir in meiner Auswahl nämlich explizit nicht mit reingenommen, weil man die jetzt erst gesehen hat. Aber dann sieht man sie bei dir. Ich meine, welche Mascara ist schöner als die? Da rede ich auch von einer meiner absoluten Lieblingsmascaren. Das ist von NABLA, die Visuals Mascara. Die habe ich hier jetzt in der Gold-Variante und die ist einfach bombastisch. Wir haben hier diesen schönen Pantherkopf mit diesen Augen. Normalerweise ist die ja schwarz und dann sind da so rote Glitzersteinchen als Augen drin. Das ist eine Gummibürstchen-Mascara und die macht echt Wawawoom-Lashes. Ich habe gestern erst ein Video von Sarah Isabel gesehen, wo sie auch die neue NABLA-Palette ausprobiert hat und auch diese Mascara. Ich habe ihre Begeisterung gesehen und kann sagen, ja, definitiv eine richtig, richtig geile Mascara. Ihr bekommt die bei Purish und ja, die tragen wir jetzt mal auf. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, die Mascara ist nicht einfach am Anfang, aber sie groovt sich nach und nach ein. Also jetzt habe ich eine ganz frische Mascara quasi verwendet. Ich mag die wirklich, wirklich gerne, weil die krasse Wimpern macht. Ich meine, guckt euch das mal an, wie weit meine Wimpern bis zu meinen Augenbrauen hochgehen, ne? Krass. Also, es ist einfach eine geile Mascara, mit der man sich ein bisschen anfreunden muss, weil die doch sehr, sehr viel Produkt abgibt und da muss man ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Aber mit der Zeit entwickelt sich das Ganze und wird echt geil. So, den krönenden Abschluss dürfen die Lippen in diesem Fall machen. Und auch da ist ihr etwas ins Auge gestochen, was einfach Cake-Pop-Design hatte, was natürlich beautiful ist. Bitte nimm den Lippi mit diesen Cake Pops drauf. Wie süß ist das bitte? Ist das Beauty Bakery? Ich weiß es nicht, aber du musst auf jeden Fall den nehmen. Auch das Beauty Bakery, auch das Purish Claudies Welt 15, merkt euch das auf jeden Fall, eine ganz, ganz interessante Marke. Habe ich in der Farbe Skinny Dip einen kleinen Mini-Lippenstift hier und der sieht natürlich total hübsch aus. Die Frage ist nur, ob er auch auf den Lippen so hübsch aussieht. Ich glaube, er ist eher matt unterwegs, dürfte jetzt aber zu diesem doch etwas zurückhaltenden Look sehr gut passen. Und es passt sehr gut, ne? Doch, gefällt mir. Also da muss ich jetzt wirklich Chapeau zu der Random-Auswahl von der lieben Sarah Isabel sagen, weil die Produkte, die sie ausgewählt hat, haben mich echt, also Schmuck gemacht. Ne? Ich mag das gerne leiden. Ist ein schöner Look geworden. Und was sagen wir dann am Ende jetzt als Fazit zu diesem Video? Zuallererst, eigentlich wollte ich sagen, beurteile Dinge nicht immer nur nach ihrem Äußeren. Jetzt muss ich aber leider zugeben, dass die Produkte echt auch auf meinem Gesicht sehr gut aussehen. Okay, gut, dann muss ich jetzt irgendeine andere Message mitgeben. Nee, eigentlich ist es die gleiche Message, muss ich sagen. Weil es ist eigentlich die Quintessenz. Ne? Eigentlich wollte ich das am Ende sagen. Trotzdem, es können ja auch die Produkte gut performen, auch wenn sie von außen einfach schön aussehen. Gut. Ich finde, Sarah Isabel hat was richtig Cooles zusammengeschustert und ich bin mega gespannt, was sie mit meiner Auswahl so basteln wird. Die Uploadzeiten von der lieben Sarah Isabel sind ja etwas anders als meine. Ich glaube, sie wird ihr Video heute um 19.30 Uhr hochladen, also seid gespannt, schaut in der Infobox vorbei. Sobald das Video online ist, werde ich euch das auf Instagram posten und ich werde euch das auch in der Endcard hier verlinken und auch in der Infobox verlinken. Also, ne, haltet die Augen und Ohren offen, dann werde ich euch das auf jeden Fall mitteilen und, ja, das war es jetzt auch hier von meinem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat.
Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten findet ihr, sobald es online ist, das Video von der lieben Sarah Isabel. Hier findet ihr den Kanal von der lieben Sarah Isabel. Da könnt ihr schon mal direkt auf Abonnieren klicken. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!